gegen 19.20 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der 31 gemeldet. Die Einsatzkräfte, also mit der erste der Einsatzkräfte, bin ich dort gewesen. Eine Massenkarambolage von circa ungefähr 50 Fahrzeugen. Eine ganz dichte Nebelwand war hier festzustellen, Sichtweise im Meterbereich. In den Fahrzeugen, beziehungsweise drumherum, verletzte, teils verletzte, teils nur getroffene Personen, teils aber auch schwerst verletzte Personen oder eingeklemmte Personen. Die Patientenversorgung ist in dem Sinne noch nicht abgeschlossen. Die Patienten sind alle bestens versorgt. Alle schwerer bis schwerstverletzten sind versorgt, sind bereits in den Krankenhäusern. Zurzeit haben wir lediglich eine Betreuungslage. Die betroffene Personen werden entsprechend betreut und anschließend zu einer Betreuungsstelle und dann nach Hause gebracht. Nun, wir haben zurzeit die Situation hier am Einsatzort, dass tatsächlich drei Personen bei diesem Unfall ums Leben gekommen sind. Zurzeit kümmern sich die Einsatzkräfte um die Verletzten und auch um die weiteren Betroffenen hier am Unfallort. Die Rettungsarbeiten dauern zurzeit noch an. Also zurzeit ist der Stand, dass auf jeden Fall mehr als 30 Fahrzeuge hier in diesem Unfall verwickelt waren. Nun, als die Einsatzkräfte hier vor Ort eintrafen, herrschte an der Unfallstelle Nebel. Wir sehen jetzt hier zurzeit auch, dass es noch neblig und bis trüb ist. Ob das letztendlich unverursächlich war und Ursache für diesen schweren Verkehrsunfall war, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Polizei sichert zurzeit die Unfallstelle ab. Die Autobahn 31 ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt zwischen den Anschlussstellen Heeb und Ochtrup. Wir müssen jetzt abwarten, bis die Rettungskräfte hier vor Ort mit ihrer Arbeit fertig sind und dann wird die Polizei sofort die Ermittlungen hier am Unfallort aufnehmen.